David Atanga, du bist vor 2 Wochen zu Holstein gewechselt. Hast du dich schon gut eingelebt? Hast du alle Mitspieler kennengelernt? Wie war es bisher? Ja, bisher ist alles gut. Die Spieler haben mich so super aufgenommen und ja, für mich ist, ich fühle mich sehr gut bis jetzt. Du teilst dir ein Zimmer mit Emanuel Ior. Wie versteht ihr euch und was macht ihr, wenn ihr frei habt und nicht trainieren müsst? Ja, wir verstehen uns sehr gut. Wir reden schon normal Deutsch und ja, manchmal wir reden über Fußball oder wir haben kein PlayStation dabei, aber wir reden immer so über Fußball und oder irgendwas spielen mit Handy und so, sonst nichts. Oder am meisten, wenn wir zweimal Training haben, dann nach der ersten Einheit müssen wir ein bisschen schlafen und dann mach bereit für das zweite Training. Und wie hast du die letzten Tage hier im Trainingslager in Bad Tanzmannsdorf erlebt? Anstrengend? Was kann man da so drüber sagen? Ja, ist schon anstrengend, weil Training ist sehr intensiv. Aber ja, ist normal bei uns, bei jedem Fußballer, weil wir sind im Trainingslager und muss anstrengend sein, weil das brauchen wir für die Saison. Jetzt habt ihr gestern Nachmittag mal eine anstrengende Einheit gemacht, die auf eine andere Art und Weise besonders war, Teambuilding. Wie war das für dich? Ja, war schon lustig und war viel Spaß. Wir haben super Spaß gehabt und ja, für mich wichtig ist, unsere Mannschaft hat gewonnen. Jetzt steht am Samstag das zweite Testspiel an gegen den SV Mattersburg, wo du ja mal für ein halbes Jahr 2017 gespielt hast. Erinnerst du dich gerne an die Zeit dort zurück? Ja, schon. Und ja, es freut mich sehr, dass wir gegen den spielen am Samstag. Und ich habe schon Kontakt mit ein paar Spielern und jeder freut mich wieder zu sehen und ich freue mich auch. Und ja, ich bin gespannt, wie die spielen gegen mich. Ich habe immer, ich wollte schon lange, dass ich gegen den spielen, aber nie geklappt. Aber jetzt habe ich eine Chance, gegen die super zu spielen und Spaß zu haben mit gegen denen. Und ja, ich freue mich einfach. Und du hast gerade schon gesagt, ihr hattet Kontakt. Gibt es auch irgendwie eine Wette oder habt ihr irgendwie, oder worum ging es da, als ihr miteinander gesprochen habt vorm Spiel? Ja, nichts wetten, aber so die Spieler sind viele lustige Spieler und die haben schon angefangen, ja, du schießt kein Tor, du machst kein nichts da, du kommst nichts vorbei und solche Sachen. Aber dann habe ich gesagt, okay, ich mache ein Tor, ich komme das. Und ja, es macht schon Spaß, wenn die sagen, kannst du das nicht machen, das schaffst du nicht. Und dann, wenn ich schaffe, dann ist schon viel. Für mich ist Spaß für mich, wenn die sagen, das kannst du nicht und dann halt am Ende hast du geschafft. So mit denen zu reden über Fußball ist schon lustig. Okay, und letzte Frage dazu noch. Was erwartest du für ein Spiel? Was spielt Mattersburg für eine Art von Fußball? Ja, ich habe schon lange nicht beobachtet, aber ich finde, die sind besser geworden als damals, wo ich da war. Und ja, ich finde, die spielen auch nicht schlechter Fußball. Und ja, ich bin gespannt. Und wir auch, wir sind sehr gut auch. Und meine Meinung, wir sind endlich gleiche Niveau. Aber mal gucken, was passiert am Samstag. Okay, wir sind auch gespannt und dann, ja, vielen Dank für deine Zeit. Schönes restliches Trainingslager und viel Erfolg am Samstag. Dankeschön.